Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dreier-Zoom-Talk bei Aktienlust TV. Wie immer freitags nach unserer Live-Show beantworten wir die wichtigsten Fragen, die unsere Zuschauer gestern im Chat gestellt haben und gehen rückblickend nochmal auf die spannendsten Themen ein. Ja, gestern hatten wir auch wieder einen sehr interessanten Spezialgast bei uns, eine wahren Börsenlegende oder Börsenurgestein, nämlich Hans A. Bernecker. 60 Jahre ist er schon an der Börse aktiv. Ihm kann so leicht keiner was vormachen, denn nur wenige beobachten und analysieren die Börsenlandschaft so lange wie er. Wir sprachen gestern mit ihm drüber, wie er die aktuelle Lage an den Aktienmärkten einschätzt und welche Prognosen er für die nächsten Monate hat. Ja, diese waren im Großen und Ganzen weiterhin bullisch. Jürgen, was waren deine Highlights aus dem Gespräch? Ja, also wie gesagt, es ist einfach eine große Freude. Ich könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er in seiner sonoren, klaren Art und Weise. Also da ist man fast gar nicht, also da muss man schon echte Kenntnis und Mut haben, da auch mal eine gegenteilige Meinung zu vertreten. Also es ist schon eine starke Persönlichkeit und natürlich hat es mich sehr, sehr gefreut, ihn da gestern bei uns in der Show dabei zu haben. Wobei eine Frage, die wurde ja permanent gestellt, Nick, ich weiß gar nicht, also im Chat, ob du die Antwort kennst, für was steht eigentlich das A-Punkt? Oh. Ich würde schätzen Hans Albert. Wäre eine Option So oder ein Anton alter oder. deutscher Name, Hans Ja. Albert, würde ich so schätzen. Okay. Aber eine gute Frage tatsächlich. Gut. Ja. Nein, immer wieder erfrischend, muss ich sagen. Ja, Jürgen, du wolltest ja noch was sagen als Hinweis an unsere Zuschauer. Ach so, wir haben ja, Mikkel, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Heute Abend unser Club-Webinar und da Ja. läuft ja noch unser Osterangebot. Und heute Morgen gab es nochmal eine Meldung und das wollten nochmal viele da zugreifen. Und da hatten wir irgendwie die Technik des Osterangebot rausgenommen. Da waren viele verwirrt. Jetzt ist es wieder aktiv. Also jetzt kann man das noch nutzen, damit man eben heute Abend dann bei uns dabei sein kann im Club. Und da sind wir ja auch froh, der wächst und gedeiht. Und wir haben da eine riesen Community mittlerweile. Und das macht richtig Spaß, da auch mit denen zusammen Zoom-Konferenzen zu halten oder eben halt heute Abend auch mal ein Webinar abzuhalten. Da kann ich nur jeden einladen, wer da nur Lust hat. Wir machen mal den Link hier unter das Video zu unserer Clubmitgliedschaft. Und für wenig Geld viel Leistung, würde ich sagen. Genau. Haben wir später auch noch eine Frage dazu, also kommen wir später auch noch mal drauf. Ja, ich habe wieder jede Menge Fragen mitgebracht. An dieser Stelle auch noch mal danke für die rege Teilnahme und Diskussion im Chat. Wir versuchen heute so viel wie möglich davon zu beantworten. Natürlich können wir die Themen nur an der Oberfläche besprechen. Für tiefe Aktienanalysen würde es hier einfach in diesem Video die Zeit sprengen. Ja, starten wir mit den ersten allgemeinen Fragen, bevor wir dann zu den Einzelaktien übergehen. Herr Bernecker sagte ja, dass wir durchaus in den Mai hinein eine Korrektur um circa 10% und mehr bekommen könnten. Der Chris 421 möchte wissen, sollte man dann zu Ende April an verkaufen und denken, Cash aufzubauen? Jürgen. Ja, also wie gesagt, das ist ja eigentlich immer unser Credo. Also, dass man, wenn mal die Börse ja stark läuft und wirklich auch schon Übertreibungserscheinungen sind, wir haben ja gestern auch in der Show das schon wieder mal an diesen Indizes klargemacht, alle Indizes 13, 14, 15% über ihrem inneren Trend der 200-Tage-Linie, da wird die Luft dünner, da kann es auch wieder mal einen Rücksetzer geben, eben um 10, 15%. Die große Korrektur, die ist jetzt ausgeblieben im Frühjahr. Ich schätze auch nicht, dass wir jetzt über den Sommer hinweg eine große Korrektur sehen, aber einen Rücksetzer, einen erneuten Rücksetzer, 10, 15%, der ist immer drin. Und von daher natürlich dieses Feintuning, mal ein bisschen Cash aufbauen, um dann auch wieder das eine oder andere zu nutzen, wie wir das ja jüngst auch mit unserer Abstauberliste gemacht haben. Da gab es ja wirklich einige Aktien auch mal mit einem Rabatt von 30, 40%. Das ist dann natürlich schön, wenn man da ein bisschen Optionen hat, dann auch agieren zu können. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, die große Tech-Korrektur ist ausgeblieben und der Almfrosch möchte wissen, wo seht bzw. schätzt ihr denn Nasdaq Ende 2021 in etwa, Mick?
Schönen Gruß an allen, Frosch. Ich habe momentan keine Glaskugel da. Ja, das sind so Fragen, da kannst du ja, weißt du ja nicht, der Nasdaq liegt jetzt bei 13.700. Wenn wir überlegen, dass auch der S&P 500 letzte Woche noch ein neues Rekordhoch bei über 4.000 gemacht hat. Der Dow läuft hervorragend. Kriegen wir jetzt diese kleine Korrektur? Naja, gut, dann gehen wir halt eben nochmal zurück bis auf 12, 12,5. Ja, wenn wir dann Aufholpotenzial haben, dann könnte der Nasdaq dann nach wie vor über der 14.000er Marke liegen, auch zu Ende des Jahres. Was vielleicht sogar wahrscheinlich wäre, wenn halt eben die harten Lock- und Shutdown-Maßnahmen wieder kommen, die Technologietitel natürlich in den Vordergrund wieder rücken, weil sie halt eben komplett voll digitalisiert sind, dann haben wir diese Möglichkeiten. Also davon sind wir nicht weit entfernt, muss ich sagen. Ja, vielleicht hat ja der Jürgen den Blick in die Glaskugel, weil unser Team Jesselchen schreibt, Blick in die Glaskugel, Doppelpunkt. Sollten die Grünen dieses Jahr wirklich in die Regierung kommen, gibt es dann den Crash? Bin raus. Den Gedanken möchte ich mir gar nicht machen. Ja, also bitte nicht. Wobei, Mick, man muss ja eins sagen, die Frage ist ja, kann eine neue Regierung schlechter sein? Ja. Ich meine, die lasse ich mal einfach so im Raum stehen, ja. Also ich kann mich auch gut erinnern, als Schröder damals an die Regierung kam, da hat man auch das Schlimmste befürchtet oder jüngst, wo in den USA Donald Trump gewählt wurde. Oft ist es so, dass es an der Börse anders kommt, als man denkt und dass man da eigentlich auch wieder relativ schnell das auch wieder irgendwie verkraftet, was dann passiert. Natürlich manches rot-grüne Gedankengut jetzt im Vorfeld, das ist natürlich schon abenteuerlich, aber dann geht es ja auch schon wieder weiter. Da ist vielleicht noch die FDP mit an Bord, ja, auch darüber wird ja spekuliert. Und dann geht es wieder um die viel besagten Kompromisse und unterm Strich wird da auch immer nur da mal ein bisschen am Schräubchen und da mal ein bisschen am Schräubchen gedreht. So richtig eine Regierung, die mal was anpackt und was bewegt, die sehe ich auch in der nächsten Regierung nicht, egal wie es kommt. Ja, gut, da bin ich natürlich komplett bei dir, Jürgen. Vor allen Dingen, wenn du da mehrere Parteien an einem Tisch hast, dann werden sie sich so schnell auch gar nicht einig. Dann dauert es noch länger, zieht sich noch länger wie Kaugummi. Also das müssen wir abwarten. Ich glaube nicht, dass das großartige Auswirkungen auf die Welt. Die nächsten drei Fragen habe ich mal so ein bisschen zusammengefasst und betreffen die Ängste vor einer Korrektur. Der Stefan Kreuder fragt, welche Gründe könnte es für eine Korrektur geben? Ich gucke in alle Richtungen, ich sehe keine. Höchstens geopolitische Themen wie China, USA, Nordkorea, Irak. Und der Alexander Starr schreibt, mich würde der Konflikt China-Taiwan interessieren. Das wird doch die Börse erschüttern. Und unser Teekesselchen, Streit zwischen USA und China über Boykott der Winterspiele in Peking. Grund zur Sorge, China-Aktien in Klammern oder auch nur vorübergehendes politisches Geplänkel in Klammern kurze Beine. Mick. Ja, da würde ich bei bleiben. Meine, wir haben ja auch gesehen, Joe Biden in seinen ersten 100 Tagen hat ja mal ordentlich mit dem Säbelchen gerasselt. Ich meine, in einen Raum reinzukommen, neue Gäste zu begrüßen und dem einen direkt zu sagen, hey, du Mörder, ja, das ist, so hat das ja bei Putin letztlich dargestellt, ist natürlich klar, wird da jetzt mit dem Säbel gerasselt. Das ist wie bei Hunden, die in einem neuen Revier ankommen. Die laufen zuerst mal das ganze Revier ab, pinkeln ordentlich dagegen und sagen, ey, jetzt bin ich auch hier. Ja, und so sehe ich die Situation auch aktuell weltweit. Klar, kann es immer wieder zu kriegerischen Konflikten kommen. Das stört bei Zeiten dann anfänglich natürlich die Börsen. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, die amerikanischen Präsidenten, bis auf Donald Trump, muss man fairerweise sagen, waren irgendwie alle in einen Krieg verwickelt. Die Amerikaner brauchen Kriege, um halt eben wirtschaftsmäßig weiter nach oben zu kommen, um die Industrie natürlich weiter nach oben zu treiben, um halt eben dann halt eben auch Dollars drucken zu können. Aber aktuell sehe ich das Ganze mehr oder minder als große Säbelrasseln. Und der Alexander Starr schreibt noch zu den China-Werten. Ist es jetzt ein günstiger Einstieg, zum Beispiel bei Alibaba, bei Du und Tencent, Jürgen? Also wie gesagt, die günstigsten Kurse, das muss man sich ja immer abschminken, die kriegt man eh nicht. Und ich meine, wenn man uns jetzt länger verfolgt, wir haben dann mal irgendwie dann doch rechtzeitig mal gewarnt, da jetzt diesen fulminanten Börsen-ICE nicht blind hinterher zu laufen und mal ein bisschen abwarten, dass die Kurse mal zurückkommen. Und das ist ja letztendlich gerade bei den China-Aktien dann auch passiert. Und natürlich jetzt, wo die Kurse fallen, das ist auch wieder das übliche Prozedere,
dann kommen die Analysten und finden überall Gründe, warum das jetzt passiert ist. Ja, ich meine, die Gründe, die jetzt genannt werden, die gab es natürlich auch schon im Februar, als die Kurse noch ganz oben standen. Von daher muss man sich davon etwas lösen und einfach, das hat ja auch Kolja gestern Abend auch getan, ein bisschen nach vorne gucken oder auch Hans Bernegger, war sich da sehr, sehr klar, was China angeht und was die langfristigen Perspektiven angeht. Und also, wenn ich da dabei sein will, dann muss ich in die großen Schwergewichte einfach investieren. Und dann sind Rücksetzer von 20-30% natürlich gute Gelegenheiten. Und vielleicht, wer da unsicher ist, und das ist ja auch immer eine Empfehlung von uns, ich muss ja auch nicht gleich mit dem kompletten Betrag rein, den ich da vielleicht geplant habe zu investieren. Da mache ich es eben mit dem ersten Drittel und lege nochmal ein Drittel nach, wenn es wirklich nochmal zurückkommen sollte. Oder aber dann auch nach oben hin, wenn ich mir sicher sein kann, okay, jetzt sind die Streitigkeiten aus dem Weg, wir haben eine gute Perspektive, dann lege ich dann nach. Also das kann man auch strategisch so lösen. Der Stefan möchte wissen, wenn ich Dividendentitel kaufe, ist dies nicht in den USA sinnvoller? Mick, im DAX haben wir ja auch ein paar lukrative Dividendentitel. Ja gut, da muss ich in den USA auch ein Konto haben. Ich meine, was nutzt mir das, wenn ich in den USA die Titel kaufe, aber in Deutschland versteuern muss? Ja, meine, das ist ja Quatsch. Dann muss ich wirklich so groß sein, mir entweder in Amerika auch ein Konto aufzumachen, respektive in England, wo ich ganz andere Steuersätze habe. Das ist vollkommen richtig. Oder ich muss mir zum Beispiel einen Broker suchen wie eToro, wo ich ja meine Gelder selber abführen muss, ohne dass das automatisch wie in Deutschland vom Broker direkt gemacht wird. Ja, und das ist bei Dividenden natürlich auch nicht. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, ich kaufe die Titel da und hier muss ich sie ja versteuern. Nee, würde ich nicht tun. Also wenn, dann muss ich komplett auch mein Konto bzw. meine Sachen nach Amerika dann auch verlegen. Oder ein günstig Vorsteuerland. So will ich das sagen. Gestern sprachen wir mit Herrn Bernecke auch über das Thema Bitcoin und da kamen folgende Fragen auf. Und zwar, dass Bitcoin spekulativ ist, ist klar. Doch wie wahrscheinlich ist ein Verbot durch Regulierungen, siehe Warnung Ray Dalio, der auf das Goldgesetz 1934 verweist. Und der Stefan fragt auch, sollte Bitcoin nicht wie Gold zu einem gewissen Prozentsatz im Depot enthalten sein? Jürgen, das frage ich lieber dich. Ja gut, ich bin ja der Meinung, dass man da einen Fuß in der Tür haben muss, ja. Weil da wirklich eine Entwicklung am Werden ist und man sieht es ja auch, dass große Adressen, sei es PayPal, also nicht mal so nur die kleinen wie Square, sei es Tesla, dass auch immer mehr Unternehmen dazu übergehen, auch dem Bitcoin positiv gegenüberzustehen. Und natürlich ist das auch eine Chance für alle Länder, die jetzt nicht unbedingt eine starke Währung wie den Dollar oder den Euro haben, ja, da einfach eine gewisse Gegenposition aufzubauen, indem man dem Bitcoin positiv gegenübersteht. Also das sind schon Optionen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Aber am Ende des Tages bleibt natürlich immer die Frage der internationalen Akzeptanz und es wird sich viel, viel tun in dem Sektor. Und das haben wir ja auch immer wiederholt. Es werden viele von den aktuellen Kryptowährungen, es gibt natürlich viele, die sagen ja, der Bitcoin ist mir zu langweilig, da gehe ich eher in Ripple oder IOTA oder schlag mich tot. Also da kann ich mich nicht mit anfreunden, weil am Ende des Tages glaube ich, es werden wenige der aktuellen überleben und sich durchsetzen. Und wahrscheinlich werden noch welche dazukommen, die es heute noch gar nicht gibt, die dann irgendwann eine Rolle spielen. Vielleicht auch von Unternehmensseite aus aufgelegt oder wie auch immer. Das ist ein spannender Markt, wo man, wie gesagt, mit dem Fuß mal dabei sein sollte. Aber wirklich maximal 5% vom Portfolio. Und das ist schon eine hohe Hausnummer. Ja, eine Frage noch zur Auflockerung, bevor wir gleich zu den Einzelaktien kommen. Der Heinrich Schmitz möchte wissen, wo hat denn Mick immer seine tollen Anzüge her? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Ich gucke natürlich, ich habe ein paar Maßschneider, für die ich dann auch Werbung laufe. Dafür kriege ich dann letztlich meine Anzüge. Also das Verrückte ist daran, dass ich mir das Tuch selber aussuche. Das ist halt eben das. Und momentan kann auch ich nicht shoppen gehen. Also von daher ist auch mein Kleiderschrank momentan stagniert. Ja, was auch vielleicht gar nicht weg ist. Ja, schön.
Dann haben wir, wie gesagt, viele Fragen zu einzelnen Aktien bekommen. Der Thorsten Geis möchte wissen, wo sehen wir denn Hochtief Ende Mai stehen? Über 90 oder unter 90 Euro, Jürgen? Hochtief. Also ich gehe eher davon aus, darüber, weil für Hochtief spricht ja einiges. Also nicht nur natürlich das ganze Thema Bausektor, sondern natürlich auch die Dividendenrendite. Also Hochtief mit über 5%, ja, rückt natürlich gerade jetzt wieder in der Dividendensaison in den Fokus. Man muss sich ja auch vorstellen, es gibt extrem viele Kapitalsammelstellen, wo wirklich vermögende Investoren ihr Geld anlegen. Und die ja mit zufrieden sind, wenn sie 3% Rendite erwirtschaften. Ja, was machen die Kapitalsammelstellen? Die holen sich ein paar Dividendentitel ins Depot, damit sie eigentlich über die Dividende auch eine attraktive Rendite erwirtschaften. Und wenn dann irgendwie das Thema auch noch wie bei Hochtief passend ist, dann ist das natürlich auch wirklich etwas, was ich dann natürlich auch mit Kursperspektive mir vielleicht dann ins Depot lege. Also ich glaube, da macht man nichts verkehrt, wenn man da dabei bleibt. Ja. Der John Keller möchte wissen, wann geht es mit Eppen mal wieder nach oben und Xinyi Solar ein gutes Investment? Also Mick, ich weiß ja, die Xinyi Solar war in deinem Zockerdepot. Ja, die habe ich auch relativ schnell wieder raus, weil das ging mir ein bisschen langsam, muss ich sagen. Okay, 1,56 liegt hier aktuell, hat ein KGV für 2020 von 16, das ist noch günstig, aber wie gesagt, da ist mir der Prozess so langsam. Was allerdings nicht heißt, dass die längerfristig nicht noch aussichtsreich ist, ja, um Gottes Willen. Aber da muss man halt eben wirklich viel, viel Zeit mitbringen und vor allen Dingen auch mal schauen, was macht die Konkurrenz, was macht die Peer Group, wie haben die sich aufgestellt, denn da könnte, sind die durchaus auch unter die Räder geraten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Okay? Thomas Gralitz möchte wissen, wie geht es mit SAP weiter, nachdem sie jetzt den kleinen Sprung über die 110 Euro geschafft hat, Jürgen? Ja, SAP ist und bleibt eigentlich die einzige IT-Adresse in Deutschland, ja, die in der obersten Weltliga ja irgendwie ein gewichtiges Wörtchen mitspricht. Und immer wieder beeindruckend, wie das Management auch durch Zukäufe ja auch die Stellung ganz gut untermauert. Da hat man viel getan, auch Richtung Cloud-Business natürlich. Und natürlich die digitale Welt braucht ja bei den Unternehmen auch eine Business-Struktur. Und da ist natürlich SAP mit seinem riesengroßen Kundenportfolio bestens aufgestellt. Und ich glaube, wenn man da einmal in dem SAP-Universum drinsteckt, dann bleibt man es auch, ja. Und dann gibt es natürlich auch Werbungen für neue Firmen, die sehen, Mensch, hier die Firma XY, die arbeitet auf SAP, die sind da sehr zufrieden, dann machen wir das auch. Und das ist natürlich ein dauerhaftes Wachstumsthema. Und ich glaube auch, dass das Cloud-Business perspektivisch natürlich auch höhere Margen ermöglicht und von daher ist die Aktie nach wie vor für mich ein Kauf. So musikverliebt möchte unsere Meinung zu Adidas. Ja, zuletzt ja etwas schwächer unterwegs gegenüber den anderen DAX-Titeln. Mick, was meinst du zu Adidas? Naja, Adidas ist nach wie vor ein sehr, sehr starker Titel, muss man sagen. Die Q4-Zahlen waren durchaus gut. Man hat die Corona-Krise gut überwunden. Man hat 70% mehr im Online-Bereich gemacht. 280 Euro liegt aktuell das Papier. Aber, Kaspar Rorschach muss sich jetzt tatsächlich etwas einfallen lassen. Es fehlt jetzt an einem neuen Bringer, an Produktinnovationen, die tatsächlich dann nochmal einen ordentlichen Schub geben könnten. Wir hatten vor 5, 6 Jahren mal das Thema Ultra Boost bei Adidas. Das war eine Produktinnovation, die hat die Aktie auch nach oben getrieben. Da hat man viel, viel abverkaufen können. Es ist schön, dass man hört, Adidas will seine Ware nachhaltiger machen und. Aber die Frage, zieht das neue Käufer an? Ja, das heißt also, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich brauche eine Innovation, damit ich da nochmal einen Schub nach oben kriege. Aber ansonsten ist Adidas als Basisinvestment sicherlich eine gute Idee. Und sicherlich auch mal wieder sportliche Großevents, Mick. Richtig, die brauchen wir auch. Klar. Aha-Erlebnis möchte wissen, was sagt ihr zu Warta? Der Maidon sagt Hui, der Rest sagt Pfui. Jürgen, was sagst du? Also wie man auf Pfui kommt, das erschließt sich mir nicht, weil wirklich ein tolles Unternehmen mit glänzendem Wachstum zuletzt.
Klar, die Bewertung ist mittlerweile recht ordentlich, ja, und da muss natürlich weiter geliefert werden, ja. Und es gehen natürlich die Spekulationen ins Kraut, wie erfolgreich wird Varta auch ja mit dem angekündigten Vorhaben sein, ja auch für die Autoindustrie Lithium-Ionen-Batterien zu produzieren. Da ist natürlich die Konkurrenz groß, also in dem ganz kleinen Bereich, da ist man ja Weltmarktführer. Ich meine, nicht umsonst setzt Apple bei seinen AirPods auf Varta. Ja, also das ist, und dieser Markt ist ja natürlich weiterhin ein Wachstumsmarkt, ja. Da ist auch noch viel, viel Geld zu verdienen. Ich glaube auch, dass da die Margen für Varta am Ende des Tages besser sein werden als in dem großen Bereich, ja. Aber wie gesagt, Varta hat natürlich eine Historie im Batteriebereich und wir haben ja auch das große Thema Energiespeicher. Da wird man sicherlich auch forschen, wie das mal irgendwie zu realisieren ist, besser, effektiver, als das heute der Fall ist. Von daher ist das durchaus eine langfristig hochinteressante Aktie. Natürlich muss man hier immer, weil eben die Bewertung hoch ist, damit rechnen, dass es auch mal ordentliche Korrekturen gibt. Von daher auch hier einfach die Idee, wer dabei sein will, nicht all in, sondern Fuß in die Tür und abwarten, ob es nochmal irgendwann wirklich bessere Chancen gibt. Unser Stefan schreibt, ich bin ein Freund der US-Aktie Lockheed Martin. Wie sehen wir die weiteren Aussichten? Mick? Das ist natürlich schwierig gerade, wenn man sich überlegt, dass momentan alles, was mit Fliegen zu tun hat, ja mehr oder minder abgestraft wird, respektive dann auf dem Boden rumsteht. Boeing hat es da auch nicht wesentlich einfacher. Da wird man natürlich abwarten müssen, wie halt eben sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten der Markt tatsächlich noch verändert. Neue Flugzeuge da bestellt werden. Wir haben ja schon hier in Deutschland gehört, dass sich die Lufthansa zum Beispiel von den ganz großen A's dann wirklich trennen will. Da geht man natürlich jetzt über, indem man Flugzeuge nimmt, die halt eben weniger Kerosin verbrauchen, umweltfreundlicher sind, deswegen eventuell ein paar Menschen weniger mitnehmen können. Aber hier wird klar auf Nachhaltigkeit gesetzt. Und da müssen natürlich Lockheed Martin ganz klar Angebote im Markt bringen, zu dem die Aktie natürlich mit 325 Euro auch nicht ganz billiger ist. Ja, also ich wäre da vorsichtig mit. Also ich bin da momentan kein Freund von. Ist eine Branche, halte ich mich ein bisschen raus. Hm. Ja. So musikverliebt möchte wissen, wie wir Aixtron sehen. Er schreibt Teilnahme am Chipmarkt, deutsches Unternehmen und AT&S wäre auch interessant. Ja, AT&S habe ich ja auch seit 2014 im Depot und die macht gerade richtig Spaß. Jürgen, ich weiß noch, die habe ich damals aus deinem Börsenbrief. Was sagst du? Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil es ja auch noch ein günstig bewerteter Spezialist in diesem Sektor ist. Und generell sehen wir den Chipsektor sehr, sehr aussichtsreich. Und das hat mehrere Gründe. Einmal ist die Nachfrage, die steigt momentan gigantisch. Ja, und das in vielen Bereichen wird man immer mehr Chips benötigen, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das im Automobilsektor ist. Ja, die Autos werden ja immer mehr zum fahrenden Computer mit Sensoren und autonomes Fahren und allem drum und dran. Auch ein Elektroauto allein braucht viel mehr Technik als ein Verbrennungsmotor. Das spricht natürlich ganz klar auch für den Chipsektor. Aber wie gesagt, auch im Cloud-Business. Wir haben es jetzt gesehen, ich meine, wenn das US-Militär jetzt mit den Microsoft Augmented Reality Brillen da und Headsets unterwegs ist, ja, da geht es auch um intelligente Alleskönner, um die kleinen Chips. Also es ist ein Wahnsinn, was sich da tut. Und da kann ich natürlich mir die Aktien da fast blind aussuchen. Jedes Unternehmen hat da so seine Argumente, warum man da rein investieren sollte. Ich würde da wirklich mir einen Korb zusammenfassen. Und ja, auch eine Aixtron momentan wieder als ja, Maschinenbauer oder als Bauer der Fertigungsstraße natürlich gefragt. Von daher sind die Perspektiven da besser denn je aktuell. Der Peter Pretzel möchte wissen, was wir von Royal Dutch Shell halten. Ja, Ölpreis ist ja ein bisschen zurückgekommen, die Aktie auch wieder. Mick, was meinst du? Also ich denke, dass wenn tatsächlich jetzt das Leben wieder anfängt zu laufen und wir die Nach-Corona-Zeit haben, wir haben ja die Wirtschaftsdaten schon gehört, Wirtschaftswachstum, was es in Asien, in Amerika
geben soll, dann wird für die Industrie und die Produktion nach wie vor natürlich auch Öl gebraucht. Ja? Und dann wird man auch wieder sehen, dass eine Royal Dutch oder auch eine Chevron wieder anziehen werden. Ja, meine, nicht umsonst ist ja auch unser altes Börsenorakel von Omaha, Warren Buffett, in Chevron eingestiegen, weil er genau diesen Aspekt vor Augen hat, dass wenn wieder weltweit normal gearbeitet werden kann, wenn die Produktion laufen, dass halt eben Öl wieder läuft. Und Royal Dutch, aktuell bei 16,39, zahlt aber immerhin eine Dividende von 3,7%. Chevron zahlt sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen wäre Chevron eher mein ausgewählter Titel, zu dem Royal Dutch natürlich auch noch zu verdauen hat, dass man im Winter die Wirbelstürme in Texas hatte. Die haben $200 Millionen an Ausfall gefordert. Also von daher, meine, mit 16,39 mache ich da eigentlich mit einer Spekulation letztlich nichts verkehrt. Aha-Erlebnis schreibt, Square und PayPal schon wieder weggelaufen. Jetzt doch noch einsteigen als Langzeitinvestment, Jürgen. Ja, ich meine, das sind immer die schönen Fragen, ja. Also wenn die Korrektur kommt, will keiner rein und dann geht es wieder los. Dann, das soll ich jetzt noch, ich habe es verpasst hinterher. Das ist schwierig natürlich. Natürlich als Langzeit, und das ist ja immer, wenn ich in die Vogelperspektive gehe, ja. Und schau mir alles von oben an, dann kann ich natürlich eine Apple, eine Amazon, eine Facebook, aber auch jetzt eine PayPal oder auch eine Square, die kann ich jeden Tag kaufen. Ja? Und ich werde 3, 4, 5 Jahre später mich freuen, dass ich es getan habe. Aber wie auch vorhin erwähnt oder auch gestern Bernegger ja das avisiert hat, wir werden natürlich auch mal irgendwann die nächste Delle wieder kriegen. Und natürlich wird es dann auch im Tech-Sektor auch wieder mal einen Rücksetzer geben. Von daher, ich glaube, wir haben ja jetzt eine Welle, wir werden das Allzeithoch wahrscheinlich im Nasdaq testen, vielleicht schauen wir auch einen Ticken drüber, vielleicht durch die Berichtssaison, und dann gehen wir Richtung Mai, dann wird es wieder langsamer, dann schauen wir uns wieder und dann sammeln wir uns wieder. Und von daher, ich glaube, das aktuelle Niveau, was wir jetzt haben, das werden wir sicherlich im Mai, Juni auch noch mal sehen. Zwischendurch kann es aber noch mal einen Schub nach oben gehen. Von daher ist das wirklich eine schwierige Timingfrage. Auch hier, man kann natürlich, wenn man da unbedingt dabei sein will, jetzt auch schon Positionen aufbauen, weil immer noch bis zu den Höchstständen haben wir ja noch ein bisschen Luft, und dann trotzdem darauf warten, dass man irgendwann noch mal etwas günstiger nachlegen kann. John Keller hat eine Frage zu ProSiebenSat.1. Geht da noch was nach oben bei der Aktie nach dem weiten Fall der letzten Jahre? Medienaktien sind und bleiben halt eben letztlich schwierig. Ja. Die großen Sender müssen gegen die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland anstinken. Die müssen ihr Geld, wie ich immer sage, selber verdienen, während die Öffentlich-Rechtlichen ja ihre 8 Milliarden jedes Jahr freiwillig zugewiesen bekommen. Da tut man sich natürlich acht. Und wir wissen natürlich in Zeiten wie Pandemie oder Corona, dass auch die großen Unternehmen, wenn sie das Sparen anfangen, erstmal bei Marketing und der Werbung anfangen zu sparen. Ja? Also wird der Kampf nicht einfacher, sondern de facto schwieriger für ProSiebenSat.1. Meine Aktie liegt bis bei 17,66. Wir haben einen Widerstand liegen bei 18,13 €. Sollte der Widerstand genommen werden, hätte die Aktie ein Potenzial bis auf 20,40 €. Also das ist natürlich ein kleiner Rahmen, wo die sich momentan drin bewegt. Also gehört trotz dessen, dass sie die Dividende von 3,5% bezahlt, nicht unbedingt auf meine Watch- oder meine Portfolio-Liste. Ja? Das ist mir mit dem Werbegeschäft im TV-Markt einfach zu heikel. Da weiß er nicht, geht da was, geht da nichts, wie sehen die nächsten Zeiten aus. Da bin ich raus bei so einem Papier. Also wie gern ich auf Fernsehen mag oder so, aber wer als Investment nichts für. Ja, die letzten beiden Aktien haben wir auch immer dabei. Und zwar der Rainer Wittmann möchte wissen, mich würde auch Weichai und Alteryx sehr interessieren. Durchhalten, nachkaufen, was ist unsere Meinung, Jürgen? Kommt natürlich immer auf den Zeithorizont an, den man da mitbringt. Weil natürlich, das sind noch junge Unternehmen, also Weichai weniger. Da geht es einfach um diese Wasserstofffantasie. Ich finde Weichai auch nicht teuer, also KGV um die 13, Dividendenzahler sogar, und man hat Beteiligung im Wasserstoffsektor, will dort in China da massiv dort tätig sein, ist der entsprechend gut positioniert. Würde ich jetzt anders einordnen als eine Alteryx.
Der Alteryx ist ein Wachstumsunternehmen, ein richtig starkes Wachstumsunternehmen, natürlich mit der entsprechend hohen Bewertung, hat ordentlich korrigiert. Jetzt wie eigentlich alle Unternehmen, die irgendwas mit Daten zu tun haben, Datenanalyse, wobei das natürlich eines der Hauptthemen der Zukunft ist. Ja. Und Alteryx halte ich nach wie vor für aussichtsreich, aber niemand weiß, wo solche Korrekturen enden. Ja. Und wir haben jetzt bei Alteryx diese besondere Situation, dass wir auf dem aktuellen Niveau ja eine Unterstützung haben. Ja, und keine Ahnung, wenn da irgendwelche Hedgefonds oder irgendwas da drauf gehen und die Aktie drunter drücken, dann gibt es dann irgendwelche Verkaufswellen von Privatanlegern, dann fällt die vielleicht auch nochmal 25-30%. Ja, dann würde ich natürlich massiv da eingreifen. Aber es gibt natürlich auch die Option, und die ist ja oft auch in den USA zu sehen, dass wirklich da sehr, sehr sauber technisch getradet wird und dass man jetzt auf diesem Unterstützungsniveau angesichts der ja auch fundamental starken Zukunftsperspektiven auch wieder anfängt, die Aktie einzusammeln. Von daher, ich habe da verschiedene Optionen, wie ich da agiere. Wenn ich etwas beweglicher bin, da gehe ich vielleicht dann nochmal, sollte die Aktie nach unten durchbrechen, raus und versuche weiter unten da wieder an Bord zu gehen. Wenn ich da Zeit habe, dann sitze ich das einfach aus. Ich meine, wir haben ja die Quartalszahlen, die nächsten Berichte immer auf dem Schirm. Und sollte da wirklich sich fundamental was ändern, da berichten wir ganz klar auch darüber. Der Waldi trifft die Aussage, Corona-Tests sind in, also Nano-Repro kaufen. Ja, die Aktie hatte ja im Februar einen richtig guten Lauf. Nach der Korrektur eher jetzt etwas seitwärts bis rückläufig. Mick, was ist deine Meinung? Ja, ich meine, man hat sich ja jetzt von Nano-Repro-Seite aus die Zulassung für 6 Schnelltests in Russland gesichert und will dann von da aus auch nochmal weiter in die sogenannten Gutstaaten Ukraine, Usbekistan und Georgien. Also da sind die Chancen schon relativ gut, muss ich sagen. Und es gibt auch neuerdings eine neue Website, die heißt www.zuhausetest.de, so ist es. zuhausetest.de, läuft also auch über Nano Repro, ja, 13,60 Euro. Die Aktie heute macht 3,8%, kommt aber auch von 21. Also ich denke, wenn man sich da so ein bisschen mehr noch ins Licht reinsetzt, der Dr. Schiller ist der Vorstandsvorsitzende, ist auch eigentlich nicht unbedingt ein Schiller, aber da müsste wieder ein bisschen mehr Spotlight drauf auf dieses Unternehmen. Dann kann ich mir vorstellen, hat die auch nach wie vor die Möglichkeit, wieder Lauf zu starten. Jürgen, die nächste Frage ist für dich, denn du hattest die Aktie in deinem Zockerdepot, aber letztes Jahr. Der Kai Gärtner schreibt, wie sind denn die Aussichten der Luckin Coffee Aktie? Ist doch ein riesiger Markt in China und die Geschäftsführung ist doch auch neu. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sage ich da. Und, also von daher, also ich habe mich wirklich, und das muss ich auch gestehen, ich beschäftige mich dann mit solchen Titeln nicht mehr, ja. Wie gesagt, einmal reingefallen und wie gesagt, das passiert mir sehr, sehr selten, ja, weil eben damals die Rahmenbedingungen eben so waren, dass da renommierte Prüfungsgesellschaften dran waren, aber das haben wir ja hier mit Wirecard auch gesehen, dass das ja leider kein Beleg dafür ist, dass die Zahlen wirklich alle stimmen und von daher muss man da einfach wirklich immer wieder das einkalkulieren, dass solche Unfälle passieren können. Und von daher sollte man auch immer den Schwerpunkt haben auf Unternehmen, deren Produkte man kennt, deren Business man kennt, was man versteht, was man greifen kann. Weil da ist natürlich die Reinfallmöglichkeit deutlich kleiner als bei Unternehmen, die sehr fern sind. Und Luckin Coffee, klar, die Ketten gibt es. Ja, aber scheinbar hat man damit nicht so richtig viel Geld verdient, wie das ursprünglich dann irgendwie erzählt wurde. Und ob sich da jetzt großartig was ändert, ich kann das schwierig beurteilen. Ich bin da mittlerweile raus. Wie gesagt, das Unternehmen interessiert mich nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig für grundsätzlich als Rat für alle Anleger, dass man auch mal sich von irgendwelchen Leichen trennen muss. Ja. Raus aus dem Kopf, aus dem Sinn und sich mit dem beschäftigen, was ja Spaß macht. Ja. Der Almfrosch möchte wissen, wie wir die Aktie von TeamViewer sehen und schreibt, die sind doch gut im Zukunftsmarkt Augmented Reality. Das ist doch ein interessanter Zukunftsmarkt, was viele an der Aktie vielleicht nicht sehen. Mick.
Ja, da hat der Almfrosch durchaus recht. Den fange ich irgendwann mal bei den Hörnern. Wacht's mal ab, den Almfrosch. Er stellt immer gute Fragen, würde ich sagen. Kiwi war einer meiner absoluten Lieblinge. Ja, also ich sehe da auch tatsächlich noch einiges an Potenzial. Ja, jetzt hat man ja mehrere Kooperationen eingegangen, unter anderem auch mit Manchester United. Aber da hat man zuerst mal vor die Hut bekommen nach dem Menu-Schock. Aber man ist in der Formel 1 auch noch drin bei Mercedes, was gut kommt. Ja, sie ist ordentlich zurückgefallen. Von 54 Euro auf jetzt 37, 27. Aber wir haben sehr, sehr bullische Analystenhäuser. Wir haben zum Beispiel Emil Warburg, die sagen Kursziel 48 Euro. Wir haben JP Morgan, die halt eben aufgrund dieser Partnerschaft mit Mercedes sagen, ey, da ist was Geiles unterwegs. Die sagen Kursziel 54, also das alte Hoch. Und die Analysten von RBC sehen sogar ein Kursziel von 64 Euro. Ja, also da sieht man, die Analystenhäuser sind bullig auf das Papier, rechnen auf dieses Thema Augmentation ganz klar auch mit ein und setzen natürlich jetzt auch auf weiteres Wachstum. Erstaunlicherweise ist ja auch TeamViewer mehr vertreten in den Vereinigten Staaten als bei uns in Deutschland oder auch in Europa. Also hier hat man noch größere Wachstumschancen dementsprechend. Also was ich gar nicht wusste, Mick, dass ein Almfrosch Hörner hat, aber habe ich wieder was dazugelernt. Das habe ich mir auch gedacht. Beste Grüße an den Almfrosch. Genau. Dann kommen wir noch zu den allgemeinen Fragen. Der Andreas T. möchte wissen, wie bzw. wo setzt ihr Stops, abhängig vom jeweiligen Wert auf Basis der Charttechnik oder einfach immer bei beispielsweise 5 oder 10% oder sobald der Wert unter die 200-Tageslinie fällt. Jürgen. Also grundsätzlich handhaben wir es so, auch in unseren Börsenbriefen, dass wir Stoppkurse aktiv immer nur als mentale Stütze vorsehen. Niemals aktiv an der Börse platzieren, weil ich möchte genauso wie ich meine Kaufentscheidungen mit meinem Grips, mit meinen Gedanken tätige und mit meiner Überzeugung, möchte ich das bei Verkauf auch machen und das nicht irgendeiner Maschine überlassen. Bei Derivaten ist das etwas anderes. Aber bei Aktien sind das mentale Stützen. Aber das macht auch Sinn, weil wenn ich etwas kaufe, ja, dann kaufe ich eine Aktie mit Gewinnerzielungsabsicht. Ich bin ja davon überzeugt, ich habe einen guten Preis und ich habe Potenzial. Natürlich sollte man dann mal 20% tiefer, 15%, je nachdem, ob das ein konservativer oder ein spekulativer Wert ist, mal drüber nachdenken, wenn es gegen mich läuft, woran könnte das liegen? Und dann ist natürlich ein Stopp durchaus hilfreich als mentale Stütze, weil es kann natürlich sein, dass wir mitten in einer Korrektur sind, ja, und dann da werden natürlich reihenweise Stoppkurse erreicht. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ja, sind wir vielleicht schon die Korrektur weit fortgeschritten? Jetzt würde ich ja eher vielleicht sogar kaufen als verkaufen, also diese Korrektur nutzen. Völlig andere Spielwiese, als wenn wir einen intakten, stabilen Markt haben und eine Aktie tendiert gegen diesen Trend schwächer. Da ist was faul und dann würde ich so einen Stoppkurs dann auch mal vielleicht als Hinweis ergreifen, dann auch mal über einen Verkauf nachzudenken. Also natürlich kann man da auch technisch sich orientieren, wo sind da Unterstützungen, wo sind da irgendwelche Bereiche, ob das die 200-Tage-Linie ist, ob das Horizont oder alte Höchststände sind, die mal von oben angetestet werden, oft ja sogar eher Trend bestätigen, dann würde ich einen Stoppkurs natürlich da eher drunter setzen. Aber man kann es natürlich erstmal mental auch einfach prozentual wählen. Also das, glaube ich, das sollte auch jeder individuell für sich selbst bestimmen. Der Christian F. möchte wissen, wie steht ihr dem Thema ARK, also ARK Invest gegenüber? Finde, der Hype flacht langsam ab. Ich habe noch ein paar ETFs, überlege aber zu verkaufen, da die Größe des Fonds bei Korrekturen nachteilig ist. Mick. Ja, mit dem ARK, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite innovativ, aber da ist momentan auch wenig Beleuchtung, wenig Licht drauf. Da wird sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Also inwieweit sich das natürlich weiter nach vorne entwickelt, ja, das kann ja kein Mensch wissen. Also wenn er der Meinung ist, er will die Papiere raushauen und er glaubt da nicht mehr dran, dann würde ich die ETF doch dementsprechend verkaufen. Also ich sehe da momentan also relativ wenig Wachstum in dem Bereich. Ja, dass das jetzt relativ schnell gehen könnte, sehe ich überhaupt nicht. Ja.
Ja, Nadi Obi, nächste Frage, möchte wissen, wie bekomme ich bei norwegischen Aktien meine Steuer wieder? Ja, interessante Frage. Ich habe ja auch die norwegische Movi-Aktie und da wird da zum Beispiel immer die Quellensteuer abgezogen, Jürgen. Ganz klare Frage für den Steuerberater. Also, das ist deswegen, ich bin bei Dividenden, ich stehe wirklich auf Dividenden, aber ich halte es da wirklich ganz einfach und konzentriere mich diesbezüglich auf unsere deutschen Aktien. Da lasse ich einfach das Finanzamt über die Broker schon das, was ihnen zusteht, abziehen und gut ist. Und den anderen Bereich interessieren mich die Steuern relativ wenig. Und wenn ich da mal eine ausländische Aktie habe, wie eine LVMH oder irgendwas, wie gesagt, da weiß der Steuerberater Bescheid, wie er das regelt. Also dafür haben wir ja diese Experten und die sollte man diesbezüglich eben auch zu Rate ziehen. Und wie gesagt, ich konzentriere mich lieber auf die Analyse von Aktien als darauf, wie ich die norwegische Quellensteuer zurückhole. Da gibt es andere Experten, die können das. Genau. Ja, unsere letzte Frage von Aha-Erlebnis. Macht ihr auch mal im Club ein Monats- oder Quartalsabo? Oh. Mick. Ja, was soll ich dazu sagen? Da muss ich ja mit dem Jürgen mal drüber sprechen. Meine im Club so ein Monatsabo. Also, ich meine, 9,99 €, ja, unser Osterangebot im Monat für das, was wir da bieten, alles, ob Ja, also. den Videobörsenbrief ist, ob das unsere Webinare sind, ob das unsere Zoom-Konferenzen sind, das Forum, wir haben ja alles aufgezählt. Danke. Na, also da jetzt mit einem Quartalsabo, das macht gar keinen Sinn. Also da haben wir unser Jahresmitgliedschaft und wenn es einem nicht mehr gefällt, was bei den wenigsten den Fall ist, wir haben ja eine Umfrage gemacht, 97% und da haben viele, viele Clubmitglieder teilgenommen, 97% haben gesagt, sie fühlen sich bei ihrer Anlage durch den Club sicherer. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ja, Zuspruch genug und zeigt eigentlich, was wir da eigentlich leisten. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment und da kann man auch sehr, sehr stolz drauf sein. Und wir sehen ja auch, meine Eventveranstaltungen im Club sind Webinare, Stammtische oder so. Also das wird immer mehr anstatt weniger von den Menschenzahlen her. Also das Interesse wächst und wächst und wächst und man sieht halt eben auch, welche Bemühungen wir machen, nicht nur mit der Börsenshow, nicht nur was unterhalb der Woche kommt, dann halt eben das, was halt eben Jürgen mit dem Clip noch macht, das Thema Optionsscheine oder halt eben auch unsere drei Zockerdepots. Wir lassen uns ja immer wieder was Neues einfallen, ja? Und Nicole bald mal im Vordergrund und dann macht der Mick noch ein bisschen. Also da wird noch wachsen, also da sollte man sich schon mal ein Jahr lang gönnen. Und lass uns erstmal wieder unsere Clubtreffen machen, die es ja jetzt noch nicht gab wegen der Ja, Pandemie. ja. Ja, und die sind ja auch geplant und das, glaube ich, ist dann nochmal bereichern. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, das Wesentliche im Club, ist diese Community, ja. Weil ich glaube, das wissen alle zu Hause. Die wenigsten haben wirklich einen Bekanntenkreis, mit dem man über Börse reden kann. Ja, da ist man oft wirklich der letzte Mohikaner in diesem Bereich und fühlt sich da eher völlig deplatziert. Aber in diesem Club, diese Community, ja, wenn ich sehe, wie unser André dort Börsenstammtisch organisiert, ohne irgendwie, dass wir was mit zu tun haben, treffen sich dann 50, 60 Mitglieder und quatschen den ganzen Abend über die Börse, haben ein Bierchen dabei oder irgendwas. Das ist es, was es ausmacht, diese Community. Und die wollen wir natürlich dann auch über wirklich Treffen im realen Leben ja noch weiter stärken. Ja. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das erste Clubtreffen, also und auch wieder auf die Börsentage. Also ich kann es kaum erwarten. Absolut, ja. Ja, also das waren sie wieder, unsere Themen und Fragen aus der gestrigen Live-Show. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Ja, liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare und einen Daumen nach oben. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, lasst uns auch gerne ein Abo da. Denn die 20.000, die sind nicht mehr weit und dann gibt es auch eine Überraschung. Auf alle Fälle gibt es die. Und an alle Clubmitglieder, die zuschauen, nachher 19 Uhr, da sehen wir uns dann in unserem großen Frühjahrswebinar, Mick. Da haben wir ja einiges vorbereitet. Oh ja, das wird ein sehr, sehr interessanter Abend und ich sage, da gehen wir natürlich auch massiv mal ins Detail rein. Das können wir ja bei der Börsenshow nicht immer so machen, aber heute Abend werden wir das natürlich ganz klar tun, um halt eben noch einen kleinen Wegweiser für das restliche Börsenjahr.
In unserer Börsenshow, da geben wir ja auch unseren Gästen den stehenden Raum. Da halten wir uns ja eher zurück. Da sind wir eher in der Moderatorenrolle. Richtig. Ja, und eine Überraschung habe ich noch für einen Zuschauer oder Zuschauerin. Ich habe nämlich noch die Buchverlosung von Max Otte, Die Krise hält sich nicht an Regeln. Ja, zu kommentieren war ja damals, was ist Aktienlust für mich? Da danke schon mal für die ganz vielen tollen Kommentare. Und eine Person habe ich per Zufallsgenerator ausgewählt, die dieses tolle Buch gewinnt. Und das ist die Kerstin Mollner. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kerstin. Du darfst dich gerne bei mir melden per E-Mail. Das ist nicole.straub@aktienlust.tv. Wir blenden das hier unten auch nochmal ein. Und dann einfach Adresse und kurz Hallo und dann wird dir das Buch zugeschickt. Ja, viel Spaß damit und herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, Nicole, dann hast du heute wieder mal die gestrige Sendung richtig gut zusammengefasst. Also ich habe mir heute auch nochmal den Chatverlauf angeschaut. Das wird immer reger, was sich da tut. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und richtig toll, auch während der Show wird der Wein aufgemacht, ein Bierchen getrunken, ein bisschen auch über andere Dinge getalkt. Ja, der Kolja hat uns nach Mallorca eingeladen, habe ich jetzt gelesen. Ja. Schauen wir mal, wie er das organisiert, aber machen wir natürlich gern, wenn die Pandemie rum ist. Also wie gesagt, war wieder toll von dir zusammengefasst, dafür Dankeschön. Mick, wir sehen uns nachher. Auf jeden Fall. Und Zuschauer, die nicht im Club sind und irgendwann auch mal von uns genug haben, dann ein schönes Wochenende. Bleiben Sie schön gesund, passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wobei wir da ein bisschen mal einen Gang zurückfahren, auch mal ein bisschen Ostern machen. Aber trotzdem müssen Sie auf Ihre täglichen Videos natürlich nicht verzichten.